Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute möchte ich ein altes Thema aus den Anfängen der Serie wiederbeleben. Und zwar soll es heute um die Lebenserwartung von Hühnern gehen. Es gibt ja immer wieder Hühner, die ein biblisches Alter von über 10 Jahren erreichen, manche sogar deutlich mehr. Und ich habe letzte Woche darum mal eine Umfrage gestartet auf Instagram, wo ich auch fast 12.000 Follower habe. Ich habe euch gefragt, wie alt wurde euer bisher ältestes Huhn und zu welcher Rasse hat es gehört? Die Ergebnisse aus der Umfrage, an der über 100... Ja, Legolas, danke für die Unterbrechung. Also, die Ergebnisse von der Umfrage, an der über 100 Leute teilgenommen haben, die möchte ich heute in dieses Video einfließen lassen. Das Durchschnittshuhn ist heute ein Hochleistungstier und hat demzufolge meist keine hohe Lebenserwartung. Die meisten Legehennen müssen bereits nach der ersten Legeperiode wieder über die Regenbogenbrücke gehen. Die meisten Masthühnchen werden sowieso nicht älter als einige Wochen oder Monate. Von Natur aus sind Hühner allerdings dazu ausgestattet, ziemlich alt zu werden. Eben 10 Jahre und mehr sind bei Haushühnern keine Seltenheit. Interessanterweise gibt es erstaunliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. In der Natur ist es so, dass Hennen normalerweise länger leben als Hähne, und zwar einfach deswegen, weil die Hähne bunter gefärbt sind und oft eher am Rande der Gruppen leben. Dadurch sind sie für viele Raubfeinde eine einfachere Beute als die Hennen. In Gefangenschaft ist es hingegen wiederum so, vorausgesetzt eben die Tiere dürfen eines natürlichen Todes sterben, dass die Hähne eindeutig älter werden, und zwar weil sie nicht Eier legen müssen. Viele Hühnerrassen legen ja extrem viele Eier im Vergleich zur Wildform, und das laugt den Körper natürlich aus und geht auf die Substanz. Letztlich wirkt sich das dann auf die Lebenserwartung aus. Das erklärt natürlich aber auch, warum es zwischen den einzelnen Rassen so viele Unterschiede gibt. Und darüber möchte ich jetzt als Nächstes sprechen. Haushuhnrassen, die sehr alt werden, sind oft von der Größe her dem Wildhuhn recht ähnlich, also eigentlich durchschnittliche Zwerghühner, oder sind zumindest vom Typus her eher Landhühner. Als ihr mir von euren Erfahrungen berichtet habt, waren da auffallend viele alte Rassen dabei, zum Beispiel ostfriesische Möwen waren ganz oft dabei. Und ja, was auch ganz interessant sein kann, selbst Hybridhühner, wo man immer sagt, wenn die mal 4, 5, 6 Jahre alt werden, dann muss man echt froh sein. Selbst bei den Hybridhühnern habt ihr mir von außerordentlichen Exemplaren berichtet, die wirklich sehr, sehr alt wurden. Und ja, ich glaube, ich lese jetzt einfach mal was vor. Wo habe ich denn meinen klugen Zettel? So, haben wir nämlich alles notiert. Ich möchte jetzt nicht sagen wissenschaftlich, aber ich habe es ausgewertet. Also was die Hybridhühner anbelangt, da hat jemand vor 9 Jahren ein Hybridhuhn gerettet, das da schon fast 2 Jahre alt war. Ein Legehuhn von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und ja, dieses Huhn ist dann 11 Jahre alt geworden, also Wahnsinn. Ein anderes Hybridhuhn wurde 8 Jahre alt, eine Marans-Hybride wurde auch bei einem Zuschauer 8 Jahre alt, ein Hybridhahn wurde 13 Jahre alt. Und dann, das finde ich den absoluten Burner, also diese Geschichte, da hatte jemand ein 13 Jahre altes Hybridhuhn, das dann an einer Legenot gestorben ist. Ich meine, ich finde es immer schlimm, wenn ein Huhn an einer Legenot stirbt, aber im Alter von 13 Jahren noch an einer Legenot zu sterben, bedeutet, dass dieses Huhn mit 13 Jahren sogar noch Eier gelegt hat. Also das ist schon so ein kleines Highlight. Ganz, ganz viele haben mir von Zwerghühnern eben und Zwerghuhn-Mixen geschrieben, die sehr alt wurden, zum Beispiel der Fabian hat einen Mischling aus Bassetten und federfüßigen Zwerghuhn, der 13 Jahre alt wurde. Ein Soderhuhn wurde bei Goddy 14 Jahre alt. Dann ist da nochmal die Rede von einem Zwergmixhahn, der 12 Jahre alt wurde. Ganz viele haben ja Zwergvariantotten und die werden auch um die 10 Jahre alt in mehreren Fällen. Dann hat einer eine Zwergholländerhenne, die 13 Jahre alt geworden ist. Und was mich sehr verwundert hat, einer von meinen Instagram-Followern hat 2 Seramer-Hennen, die 10 Jahre alt jetzt sind. Gerade bei den Seramers, die sind ja so unglaublich winzig, heißt immer, die sind eigentlich mit so 5, 6 Jahren schon ziemliche Methusalems. Aber diese beiden 10 Jahre alten Hennen beweisen, dass auch Seramer schon mal ein biblisches Alter erreichen können. Dann hat Mika aus Schleswig-Holstein ein deutsches Zwerghuhn, das 15 Jahre alt wurde.
Ja, das allerälteste Huhn von allen Zuschriften, die mich erreicht haben, ist ein Onagadori-Huhn. Und zwar hat mir da ein Onagadori-Züchter geschrieben, und zwar Rassezucht Gastein. Hallo, ich habe ein Onagadori, das 6 Jahre alt ist, aber bei einem anderen Züchter wurde eine Henne 19 Jahre alt. 19 Jahre. Und es ist natürlich kein Zufall, dass das ausgerechnet bei den Onagadoris der Fall ist, dass die so alt werden. Vielleicht kennen einige die Rasse. Das ist die Hühnerrasse, wo die Hähne Schwanzfedern haben, die ein Leben lang weiter wachsen und dann viele Meter lang werden können. Damit die Hähne solche Rekordfedern entwickeln können, müssen sie natürlich sehr alt werden, weshalb es bei dieser Rasse einfach unerlässlich ist, dass die Tiere sehr vital und langlebig sind. Zusammenfassend kann man also sagen, die genetische Veranlagung einer Rasse spielt auf jeden Fall eine Rolle in puncto Lebenserwartung. Trotzdem gibt es bei fast jeder Rasse immer wieder mal Tiere, die überdurchschnittlich alt werden und alle Grenzen sprengen. Mich interessiert jetzt natürlich auch, mit welcher Lebenserwartung ich bei meinen eigenen Happy-Hühnern rechnen kann. Bei den Zwergweihentotten sind 10 Jahre keine Seltenheit. Auch von den Orlovs und den Sandschakkrähen weiß ich bereits von anderen Züchtern, dass sie die 10-Jahres-Grenze erreichen können. Eine Rasse, zu der noch kaum Daten vorliegen, sind die Provaiss-Ulkenthaler Hühner. Da gibt es eigentlich nur einen Ort, wo mir jemand eine Antwort geben könnte, wie alt meine Ulkenthaler Hühner werden. So, kleiner Ortswechsel. Ich bin jetzt hier in Oberitalien, in Südtirol, wo meine Provaiss-Ulkenthaler Hühner herkommen. Und ja, ich möchte natürlich wissen, mit welcher Lebenserwartung ich bei meinen Hühnern rechnen kann. Und ich könnte da niemand Besseren fragen als die Urmutter aller Provaiss-Ulkenthaler Hühner, die Monika Brunelli Dahler. Monika, erstmal klasse, wie sonnig es bei euch hier im Februar ist. Ja. Traum. Wie alt werden denn die Provaiss-Ulkenthaler Hühner so nach deinen Erfahrungen? Nach meinen Erfahrungen, ich habe Hennen gesehen, mich 7, 8 Jahre. Mhm. Das ist normal. Gar kein Problem, oder? Ja, kein Problem. Mhm. Logischerweise, die Eiermenge ist immer weniger mit den Eltern, aber besondere braves Glutzen. Mhm. Die sind oft auch schon älter. Ja, oft. Mhm. Und Hähne habe ich auch mit 10 Jahren. Ah, 10 Jahre. Ja. Mhm. Dann schauen wir mal, wie alt der Legolas wird, oder? Ja. Du, was sagst denn du eigentlich zu den Küken, die ich da... Ich habe ja letztes Jahr bei dir die Eier geholt. Ihr habt es gesehen im Naturbrot-Spezial. Sind sie schön geworden bei mir? Ja, ganz schön. Ganz typische, ganz schön. Jetzt habe ich den Ritterschlag bekommen. Du hast alles schön gemacht. Ja, der hier ist ja auch toll. Hat der einen Namen? Ja, der ist der Seppele. Der Seppele. Normalerweise, ich gebe seltene einen Namen an die Hennen, weil ich habe so viele. Du hast sehr viele. Ja, aber er ist der Seppele, weil er ist der Chef von einem Separat. Von einer Linie. Linie. Mhm. Und auch mit den Kindern, wenn ich sage, ja, lass der Seppele mit den Damen gehen lassen. Dann wissen sie, wer gemeint ist. Ja, ja. Wie alt ist denn der Seppele? Ja, er ist fast ein Jahr alt. Ach so, er hat noch ein paar Jahre. Ja, 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 er ist von letzten Frühling. Dann lassen wir den Seppele wieder zu den Damen. Ja. Also ich freue mich, wenn meine Hühner hoffentlich auch an der 10-Jahres-Marke kratzen. Ich bin bester Dinge. Die Rasse Provaiss-Ulkenthaler ist auf jeden Fall sehr vital und langlebig. Und da kräht er dann auch gleich wieder glücklich, der Seppele, weil er wieder zu seinen Damen darf. Tatsächlich gehört das Seppele zu einer sehr seltenen Linie der Provaiss-Ulkenthaler Hühner, die Monika von einem anderen Bergbauernhof holen konnte. Ihr ist es daher sehr wichtig, dass gerade die Tiere aus dieser kleinen Gruppe sehr alt werden, denn die ist wichtig für die Blutauffrischung der Gesamtpopulation. In einer anderen Gruppe hat Monika über 20 Hennen und mehrere Hähne, damit die große Farbenvielfalt der Rasse erhalten bleibt, aber auch hier kann sie mir in dem ganzen Durcheinander bei jedem einzelnen Tier das Alter sagen und weiß genau, wer wann aus dem Ei geschlüpft ist und wer von welchem Bergbauernhof stammt. Meine Happy Hühner hier, die dürfen eigentlich so alt werden, wie sie es wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Tiere aus irgendeinem Grund nicht mehr haben kann oder ich habe das Gefühl, sie passen nicht in meine Gruppe, dann versuche ich immer, sie im Freundeskreis weiter zu vermitteln. Ich hatte das zum Beispiel schon mal bei meinen beiden
Zwergsulmdaler Hennen vor einigen Jahren. Die haben einfach damals nicht in meinen Stadtgarten gepasst, haben sich nicht richtig wohlgefühlt. Und ich habe sie dann an meine gute Hühnerfreundin Verena abgegeben, die ihr ja alle kennt. Und da wird jetzt heuer eine von den beiden 5 Jahre alt und die andere wird 6 Jahre alt. Die kriegen da auch ihr Gnadenbrot. Vor 7 Jahren hat meine Tante ein Bauernhaus frisch bezogen, einen alten Tiroler Bauernhof. Und ich habe ihr zum Einzug 7 Hühner geschenkt von 7 verschiedenen Rassen. Und eine von den Hennen hat sie auch noch immer. Und zwar ist das eine Zwergsulmdaler Henne, die Mia, die ist jetzt eben dann 7 Jahre alt. Also auch ich bin eigentlich total ein Fan davon, herauszufinden, wie alt Hühner eigentlich werden können. Für mich sind die Hühner ja auch mehr Haustiere als Nutztiere. Ich bin selber ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe während meiner Kindheit hunderte Hühner kennengelernt. Und bei uns auf dem Hof war es halt damals einfach normal, dass die Hühner eigentlich nicht älter als 2 Jahre alt wurden, weil es halt einfach im Endeffekt nur um die Eier ging. Also ich bin hier jetzt auch kein übersentimentaler Gutmensch irgendwie, wenn ich sage, ich lasse meine Hühner alt werden. Ich habe halt einfach für mich, da ich beide Seiten kenne, persönlich mich dafür entschieden, dass ich es einfach mag, wenn die Hühner bleiben dürfen und wenn sie auch mal das Gnadenbrot kriegen. Völlig unabhängig davon, mit welcher Hühnerrasse ihr es zu tun habt, gibt es einige Dinge, die man beherzigen sollte, wenn man möchte, dass Hühner ein langes Leben haben. Das Wichtigste ist natürlich eine tiergerechte Haltung und eine rassegemäße, abwechslungsreiche Fütterung. Wie eingangs schon erwähnt, müssen Haushühner meist überdurchschnittlich viele Eier produzieren in ihrem Leben und das geht auf die Substanz. Je besser sie ernährt sind, auch mit Mineralstoffen, Muschelkritt und Ähnlichem versorgt sind, umso vitaler bleiben sie. Wurzelgemüse kann ebenso in der Hühnerfütterung zum Einsatz kommen wie verschiedene Grünfutter- und Salatarten. Selbst Obst, zum Beispiel kleine Apfelstückchen, dürfen Hühner regelmäßig gereicht bekommen. Sie sind Vitaminbomben. Tierisches Eiweiß kann man ihnen auch mal in Form eines Esslöffels mit Quark oder Naturjoghurt geben. Das stärkt legende Hennen auch und ist eine regelmäßige Leckerei, mit der man Hühner sogar zahm bekommt. Nicht zu unterschätzen ist auch der Stressfaktor und hier sind Hähne wieder sehr interessant. Hähne bringen eine gewisse Ruhe in die Gruppe und verhindern manchmal sogar, dass einzelne Hennen wochenlang oder monatelang gemobbt werden. Ich habe mir bei Monika auch eine neue Henne geholt, die Hilda. Manche haben sie vielleicht schon entdeckt. Und wie es bei Hühnern so üblich ist, man integriert ein neues Tier in die Gruppe und schon geht es mit dem Stress los, mit der Mopperei, die Hackordnung wird ausgemacht. Bei mir war es jetzt so, dass ausgerechnet die kleine Amanda total auf die Hilda losging und da ist dann Legolas wirklich dazwischen gegangen und hat dafür gesorgt, dass relativ schnell wieder Ruhe in die Gruppe einkehrt. Andererseits können zu viele Hähne in einer Gruppe im Verhältnis zu den Hennen das Stresslevel aber auch wieder ansteigen lassen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen bei verschiedenen Tierarten haben gezeigt, dass Dauerstress die Lebenserwartung massiv verkürzen kann. Siehe dazu auch Massentierhaltung. Ja, meine Hühner haben sich jetzt vertschüsst. Der viele Schnee hier in Tirol, das mögen sie momentan nicht so. Sie sind jetzt gerne im Stall. Ich habe ihnen hier überall Heublumen verstreut, damit der Schnee nicht so blendet und damit sie was zum Picken haben. Auch der Unterstand hier kommt sehr gut an. Man sieht es jetzt, glaube ich, nicht, aber Legolas ist mit 2 Damen da gerade so in der Ecke. Und ja, ich hoffe einfach, wir kommen hier noch gut über den Winter. Wahrscheinlich habt ihr es in den Nachrichten alle gehört, dass wir in Österreich ein bisschen ein Schneechaos hatten. Aber eben auch das gehört dazu, dass Hühner alt werden können, wenn die Rasse zum Klima passt. Hier gerade die Provaiss-Ulpentaler Hühner oder die russische Orlov-Henne. Das sind super Rassen für Gebiete, wo harte Winter sind mit Schnee und Frost. Eine Rasse wird sicherlich auch gestresst davon, wenn sie in einem Klima leben muss, das nicht zu ihr passt. Und auch sowas kann die Lebenserwartung verkürzen. So, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir doch bitte auch hier auf YouTube von euren Erfahrungen mit besonders alten Hühnern. Und ansonsten bleibt mir treu, bleibt meinem YouTube-Kanal treu, bleibt den Hühnern treu, macht's gut und bis bald. Wie immer freue ich mich natürlich auch über neue Follower auf Instagram. Wer mir auf Instagram folgt, wusste zum Beispiel schon vorab über Hilda Bescheid, mein neues Provaiss-Ulpentaler Huhn.
Sie ist eine seltene, gescheckte Provaiss-Ultenthaler Henne und ich habe sie mir in meine kleine Zuchtgruppe dazugeholt, weil bei meinen Küken kein einziges geschecktes Hühnchen dabei war. Hilda sorgt jetzt dafür, dass meine kleine Provaiss-Ultenthaler Zuchtgruppe auch dem Farbenvielfaltsspiel der Rasse entspricht. Ich hoffe, dass Hilda bei mir richtig alt wird, also ganz getreu dem Motto dieser Folge: Liebe Hilda, mögest du irgendwann deinen 10. Geburtstag feiern.